Und da muss ich schon mal nachgucken, wie es mit dem Terrain aussieht. Wenn hier ein Turm steht. Ah, nee, da geht noch ein. Ein Segment geht, glaube ich, noch. Und dann sehe ich wieder so, dann sehe ich mich dann schon wieder so, wieso habe ich das Segment noch gebaut? Das geht doch nicht. Ja. Ist irgendwie immer so. Dann haben wir zumindest hier keine Slabs kaum verschwendet. Okay. So, und dann kommt hier der Turm hin. Hoppla. So. Oh, das wird wieder heikel mit dem Turm. Heieieiei. Oh Gott. Das wird nichts. Das geht schief. Das weiß ich jetzt schon wieder. Okay. Eins und dann hier. Oh Gott, das wird sowas von schief gehen. Gott, oh Gott, oh Gott. Okay. Welcher Ebene war ich hier nochmal? Der hier. Der zweite Stützring auf dieser Ebene hier. Da muss ein Holzring rein. Also dann hier. So. Drei. Okay. Und dann ab hier einfach irgendwie runter. Wie ist echt egal. Okay. Zwei und drei. Ach fuck, hier ist ja Holzpfosten angesagt. Okay, den kann man hier so schön hinstellen, das passt. Okay. Oh Gott, ich sterbe. Das ist dann hingegen hier schon nicht mehr. So, warte, das machen wir so, dann sparen wir es, um noch ein Holz in die Tiefe zu gehen. Ja, den Turm kann man hier doch relativ geil hinbauen. Gut, ist vielleicht ein bisschen teuer so, aber sieht auf jeden Fall feierbar aus. Fünf, sechs, sieben, acht. So. Und dann sehen wir ein, dass es doch keine so gute Idee war, das so zu machen, weil wir dann weniger Holz brauchen. Na gut, andererseits, wir haben eh mehr Holz als Stein. Holz ist vielleicht ein bisschen nerviger zu holen, aber faktisch haben wir es wahrscheinlich sogar mehr. So. So. Dann haben wir hier tatsächlich sogar noch eine Zweiernische. Top. Und jetzt haben wir dann hier wieder das klassische Gestell. So. Okay. Tack, tack. So. Ja, das ist doch schon mal nicht schlecht. Ich glaube, der Turm ist wesentlich cooler in die Landschaft eingebaut als der da hinten.
vor allem viel unauffälliger. So, und jetzt, wie mache ich denn den Baumfarm eine sinnvolle? Einfach mal 25 Setzlinge ineinander, mal gucken, was rauskommt. Geht mal da weg, Schwein, weg da. Alter, ist das jetzt dein Ernst? So. Ey, what? Gut, die Fackel steht eins zu weit drüben. So macht das schon mehr Sinn. Ich bin mal sehr gespannt, was da jetzt für Bäume rauskommen. Ich hoffe mal ganz normale und nicht irgendwas anderes. Also ich hoffe zumindest, ich weiß nicht, ob die so überhaupt wachsen können. Werden wir dann sehen, wenn sie wachsen oder auch nicht. Ich wüsste halt nicht, wo ich die Setzlinge jetzt einzeln hinpacken soll, ne? Das ist halt das primäre Problem. So. Das klassische Problem mit dem Holz. Immer wieder zu wenig Holz. Und zu wenig Stein. Vor allem zu wenig Stein. Also schon bitter, dass sogar das Logo des Spiels aus Stein besteht. Und man hier drin eigentlich Steinmangel hat. Wie soll das funktionieren? Aber jetzt mal was ganz anderes. Ich meine, wir können jetzt von hier, wenn die Wolke mal weggeht, theoretisch mal anschauen, wie es aussieht. Alter Wolke. Gut, es ist schon etwas unnatürlich. Aber ansonsten, ja. Passt eigentlich. Es fehlen halt noch Zinnen. Irgendwie. Aber die mache ich dann auch über die Stufen hier da. Das passt dann. Und jetzt ist wieder. Alter, ich hasse diese Wolken. Die sind so hässlich. Boah, Wahnsinn. Vor allem, wie viele Setzlinge hier droppen. Ey, das ist ja echt wundervoll. Also, da wäre, wenn wir mal einen Wald anlegen, du Holla. So. Okay, warte mal. Als erstes jetzt auch mal hier das hier austüfteln. Hier bei dem Pfosten müsste eigentlich logisch eine Erhöhung geben. Ich glaube, das müsste man jetzt hier eins zu eins durchziehen können. Ja, passt. Das schließt auch wieder gut ab. War es schön, wenn man alles mit den gleichen Grundbausteinen aufbaut. Dann kann man auch die Zinnen gleich schöner machen. Und hier kommt dann auch wieder ein Turm hin, glaube ich. Ja, hier kommt ein Turm hin. Oh nein, jetzt wird es schon wieder dunkel. Warum muss es in diesem Spiel eigentlich die ganze Zeit Nacht werden? Kann es nicht einfach durchgehend Tag sein? Ist ja doch viel angenehmer. Also, ich fände es wirklich viel angenehmer. Man sieht halt auch mehr, wenn es hell ist.
Aber ja, so sieht das Ganze irgendwie schon viel cooler aus. Wenn da erstmal die Zinnen drauf sind. Das ist cool. Das gefällt mir. Lol, ich glaube, ich wollte hier noch den Turm fertig bauen. Und jetzt haben wir wieder Holz. Ah, so. So, da muss ich natürlich aufpassen, weil hier ja jetzt der Boden durchkommt von dem hier, den wir hier drin eigentlich auch gleich mal durchgehend anlegen könnten. Dann nach unten will eh keiner. Nach oben machen wir dann eine Leiter. Aua. Ich dachte, ich krieg Schaden. Wir könnten hier einfach mal den Turmboden etwas ausfüllen. Alter, wenn es nicht so dunkel wäre, ne? Das wäre so viel schöner. Alter, aber sonst kann hier zumindest kein Unheil drinnen spawnen. Oh Gott. So. So. Vielleicht so könnte man hier auch Fenster reinmachen. Jawohl, andererseits. Hier kommt eh noch genug Zeug hin. Jetzt haben wir das und theoretisch könnte man ja die Mauer, wenn es eine Mauer wird, zu beiden Seiten dann später mal mit Zinnen ausstatten. Wenn sie innerhalb ist. Na, hier ist sie eigentlich nur dafür da, um die Ebene abzugrenzen hier oben. Ist ein schönes Dekorationselement. So. Und gleich wieder hinstellen die Fackel. Ja, kann man auf jeden Fall anbieten. Gut, wie weit wir jetzt hier mit der Brüstung kommen, also irgendwie gar nicht. Vor allem, weil wir in die Richtung halt nicht wirklich auch was schön machen können eigentlich. Was man hier vermutlich gut machen kann, ist direkt den nächsten Turm anschließen. Oh, wie tief geht es denn hier überhaupt runter? Doch einiges. So, also machen wir hier einfach so ein Zwei-Segmenten-Teil. Die Mauer wird ja hier im Moment nicht sehr tief runtergehen. So, lala. Ich denke mal, in dem Ausmaß kann ich dann den Turm noch verkraften. Davon abgesehen, er geht hier auch schon relativ tief rein. So. Schön, wenn die Fläche möglichst so ist, dass man halt auch schöne Sachen hinbauen kann. So.
Und das heißt hier.